Grüezi miteinander und herzlich willkommen zurück zu Ride 3. Einer weiteren Folge steht an. Die letzte beiden Events in unserer 125er Zweitakter Reihe. Meisterschaft kann man das ja nicht nennen, weil es gibt ja keine Meisterschaftstabelle. Es ist eher so eine Reihe von Einzelrennen. Ja, bisher haben wir uns ordentlich geschlagen. Einmal musste man eine Rückblende leider verwenden. Ich hoffe, das kommt nicht oft so allzu vor. Autodromo di Franciotta Daniel Borara. Kenne ich nicht. Oder Bonara. Kenne ich nicht. Sieht aus wie eine Sprint-Variante. Wir gucken es uns einfach mal an, die Strecke, weil zu der Strecke kann ich nichts sagen. Die kenne ich eh nicht. Sieht interessant aus. Die Aprilia lässt sich schneller und angenehmer fahren noch als die Honda. Aber man braucht halt auch hier für verschiedene Klassen verschiedene Fahrzeuge. So, schaut die Strecke aus. Schaut aus wie so eine... Aha. Tourenwagenstrecke, würde ich sagen. Knackige, kurze Tourenwagenstrecke. Da geht's auch schon los ins nächste Einzelrennen. Es gibt natürlich immer Prestige, wenn man hier bei Einzel-Events antrete und auch bei Zeitfahren. Zeitfahren dann nachher am Nürburgring auf der DTM-Variante, der Sprint-Variante. Der Meister, der legt hier wieder los mit Feuerwehr. Wer sich noch erinnert, ja, ja, da kommt die Feuerwehr. In Form von Michael Beißler auf der Aprilia, die hier wirklich Zug drauf hat. Echt eine geile Maschine hier, die Aprilia. Also geil, dass die so tolle Motorräder hatte. Also ich selber habe ja eh keinen Führerschein. Weder noch für Auto noch für ein Motorrad. Ich glaube, Motorrad wäre, also wenn ich da echt einen Motorradführerschein machen wollte, ich glaube, das wäre lebensgefährlich für mich. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe wird. Also da ist dann Auto für mich besser. Aber so ein Motorradspiel, das ist schon ganz nice. Und das Ride macht auf jeden Fall, war auch MotoGP 18, finde ich, gut gelungen. Mit den Vorgängern, 17 hat mich enttäuscht. Und mit den Vorgängern vom MotoGP bin ich nicht so zurechtgekommen. Hier müssen wir auch wieder drei Runde fahren, klar. Ist ja auch schon wieder eine sehr, sehr kurze Strecke. So, was geht hier noch? Wir sind aber wieder gut im Kampf. Eine interessante Strecke, die schön zu fahren. Schöne, kleine, knackige Motorradstrecke. Und da ist der Beißler dran. Also schöner Mix aus auch echten Rennstrecken drin. Oder auch so Straßenkurse, wie die Landschaft von Teneriffa. Ich glaube, Stadtkurse sind ja auch noch drin, aber die kommen dann erst später. Es hat so ein bisschen Sachsen, so ein bisschen wie Sachsenring. Die ist ja auch so eher eng anliegen, die Strecke. Grüße Ale Fuxi. Und auch natürlich an Valvo, Joker, Kenny, Norwien und Co. Oh, Beißler wackelt da schon sehr. Da muss man aufpassen, beim Abkürzen gibt es eine Zeitstrafe. Wir haben die Sektorenbestzeit verbessert. Weil ich zwar das nicht hergesehen habe. Und das sollte reichen, um uns noch an Platz 3 heranzuarbeiten. Es ist schwierig. Gut rausgekommen aus der Kurve. Ah, da haben wir jetzt nochmal einen richtigen Fight. Jetzt geht's real to real. Beißler gegen den Kanadier hier. Den Gumbat. Knapp am Sieg gescheitert. Jetzt ein bisschen zu früh gebremst. P2. Nein, noch nicht. Noch nicht. Gummet. Ah, jetzt. P2. Aber starkes Rennen. Schöne Positionsfights wieder drin, so wie man das sehen. Wieder ordentlich Credits gesammelt. Am Ende war es nur 3/10, die gefehlt habe auf den Sieg. Das war wirklich eine Strecke, die hat mir gut gelegen. Schöne Strecke. Da könnte ich mir auch ein DTM-Rennen vorstellen. Zeitfahren am Nürburgring. 51,4 müssen wir schaffen, um Bronze zu erreichen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, aber wir machen es wie in Imolas. Wir probieren es drei Runden wieder zu schaffen hier.
Nürburgring, die Strecke muss man nicht vorstellen, die kennt man. Es ist eine der legendärsten Strecke. Formel 1 wird ja seit 2013 nicht mehr gefahren. Es wird ja wohl eher nur noch Hockenheim machen. Nürburgring ja finanziell leider sehr angeschlagen. Und ich glaube, das ist die Sprintvariante, die man aus der DTM kennt, die hier gefahren wird. Aber sicher bin ich mir da jetzt noch nicht. Wir gehen jetzt hoch zum Michael Schumacher S. Das ist eigentlich eine Beißlerstrecke. In viele Rennspiele ist es. Ach du Scheiße. Ach nein, das ist diese Variante. Ach du lieber Himmel. Okay, die startet in der Dunlop-Kehre. Die kenne ich aus Ride 2. Dort bin ich die, wo ich zum letzten Mal Ride 2 gespielt habe, auch gefahren. Ach du lieber, das ist die komische Variante. Na gut. Vielleicht schaffen wir es ja hier, gescheit die Zeit zu fahren. Wie gesagt, ich wollte gerade ausführen: Beißler und der Nürburgring. Das passt in viele Rennspiele. Eine Strecke, die immer Freund für mich war. Anders wie Hockenheim. Ist ja nicht so mein Freund. Ja, sieht gut aus. Fans jubeln. Ich glaube, der Beißler kann es realistisch schaffen. Also die Bronzezeit haben wir sicher, aber wir fahren noch zwei Runden. Vielleicht geht da noch mehr. Die Bronzezeit haben wir hier geschafft. Das war ja auch mein Minimalziel jetzt hier. Hier die Bronzezeit zu schaffen. Das war ja in der anderen Klasse, Kategorie in Imola noch nicht gelungen ist. Hier der Schumacher S noch enger fahren könnte. Vielleicht ist hier was möglich. Oh Gott. Okay, das war es jetzt auch. Zu arg gewackelt hier. Da haben wir das Schumacher S so schön gefahren und dann haben wir es hier in dieser kurzen Einfahrt verhaue. Gut, dann nehmen wir mal ordentlich Anlauf für die nächste Runde. Also wie gesagt, der Bronzeplatz, den haben wir sicher. Nehmen wir hier einen Stern. Wir könnten aber noch mehr schaffen. Ich glaube, auf dieser Streckevariante ist noch was drin. Wenn wir nur nicht zu arg in Schlingern kommen, dann haben wir gesehen, was da passieren kann, wenn man zu arg schlingert. Ordentlich durch Schumacher S gekommen. Ordentlich hier durchgekommen. Ah. Auch hier durch. Mensch, das muss doch jetzt eine super Runde wäre hier. Kann doch nicht sein. Wo ist die Ziellinie? Wo ist die Ziellinie? Wo ist die Ziellinie? Ja, es hat nicht ganz gereicht. Ja, komm. Eine geht noch. Wir waren jetzt so knapp dran an auch dem Silberplatz. Wo können wir hier noch was finden? Die Streckevariante finde ich doch irgendwie cool mit dem Motorrad. Jetzt hier nochmal versuche, vielleicht noch enger das Schumacher S anzufahren. Vielleicht hier schon zu bremsen, um dann da ordentlich rauszukommen. Dann hier ordentlich da hoch. Ja, da sind wir angeditscht. Das könnte schon wieder ein paar Zehntel gekostet haben. Bisschen Kies. Sand. Der Beißer lässt sich da nicht beirren. Ja, es wird wieder nicht reichen. Komm, wir probieren es. Eine probieren wir es nochmal. Komm, eine geht noch, weil ich spüre, da ist noch Potenzial. Jetzt wissen wir, wie man Schumacher es anzufahren hat, aber wir haben da oben ein bisschen Schlinger drin gehabt. 48,5, weil es war 48,4 im Idealfall hinbekomme.
So, jetzt muss es doch klappen. Ja, sie ziehen ihn. Nein, es reicht wieder nicht. Oh, okay, letzte Runde. Eine gebe ich mir noch. Ich will jetzt hier gucken, ob noch was geht. Ansonsten, wir haben unser Minimalziel, den Bronzerang, erreicht. Aber ich habe gemerkt, ihr wäre noch was möglich, aber ich wüsste nicht mehr, wie ich es noch anders anfahren sollte, die Ecke. Nochmal den Randstein mitnehmen. Ja, okay. Da war's das. Fahren wir aber. Ja, okay. Da können wir die Runde leider nicht mehr zu Ende. Aber wir haben ja unseren Bronzerang geschafft. Gibt ein bisschen Credits immerhin für den Bronzerang. Und ein Stern im Prestige. Wir könnten jetzt Brands Hatch nochmal fahren. Aber. Ja, sag mal, Brands Hatch nochmal fahren. Sollen wir es nochmal? Ja, komm. Probieren wir Brands Hatch nochmal aus. Wie Teneriffa jetzt auch, gibt es auch hier auf einer Strecke einen zweiten Versuch. Wir fahren nochmal, wir treten nochmal beim Einzelrennen in Brands Hatch an. Um da vielleicht auch noch unter die Top 3 zu kommen. Das Zeitfahren haben wir da auch gut bestätigt. Da wieder Credits kriege. Ja, zweite Teilnahme beim Brands Hatch Einzelrennen. Und mal gucken, ob es diesmal auch so gut läuft. Teneriffa haben wir es auch nochmal geschafft. So, jetzt hier vielleicht nicht so überhastet, aber jetzt wieder Positionsfights. Das liebe ich. Jetzt ist der Beißer die Flucht nach vorne angreifen. Der Gumbat, ja, da haben wir knapp den Sieg verloren auf dieser eine Italien-Strecke, die so gut lag. Ein guter Anfang, ja? Wieder ein Achievement bekomme, wie ich das immer so schön sag. Das gute alte Achievement. Crash One Force India, Crash Bowforce India in One Corner. Grüße an der Boris Livitsch. Zwei Runden geht es hier in Brands Hatch. Ja, das lohnt sich vielleicht hier nochmal, das anzutreten. Vielleicht geht da nochmal was. Final Lap. Also die Aprilia liegt mir schon mal mehr. Mit der komme ich besser zurecht. Die fahre ich ganz gerne. Jetzt gibt es hier nochmal den Angriff. Ah, da verschätze ich mich. Muss da übers Gras, aber ich bin noch dran. Ah. Harter Fight. Wieder ein schöner Fight. Es geht wieder um einen Top-Spot. Aber wir sind dann in dem Ziel Top 3 angekommen. Jetzt ist da nur noch ein Bonus, wenn ich hier noch gewinne. So, jetzt ziehe ich durch. Jetzt ziehe ich durch, Kollege. Jetzt ziehe ich an dir vorbei. In der letzten Runde. Oh, kann ich das noch schaffen? Oh, fast Foto-Finish. Boah, ich habe es knapp nicht geschafft. Fast Foto-Finish. Aber habe jetzt hier auch einen Top-3-Platz erreicht. Wieder ordentlich Credits gesammelt. Und zwei Prestige-Sterne. Am Ende war es ein Zehntel. 0,101 war es. Den bin ich ja fast hinten reingefahren auf der Zielgerade. Stark, stark. Und hier habe ich es geschafft. 10 von 15 Sterne. Hier habe ich alles gut abgeschlossen. Sehr schön. Bei dem anderen fehlt ja noch das Zeitfahren. Ich denke, das ist ein schöner Abschluss für die Folge. Sag schon mal danke, dass ihr wieder dabei wart. Macht mir echt Spaß, das Spiel. Ich hoffe, euch auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit einer nächsten Rennserie. Ich sag schon mal, keep racing, auf Wiederlorke und bis zum nächsten Mal.